Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch. 21. Mai. Und es geschah schnell ein Brausen vom Himmel wie eines gewaltigen Windes. Apostelgeschichte 2, Vers 2. Was für ein schrecklicher Sturm war es, der im Herbst durchs Land brauste. Die mächtige Plantage in den Anlagen wurde entwurzelt. Und doch gegen den Sturmwind des Heiligen Geistes ist es ein harmloses Stürmlein. Durch die Welt gehen seit einigen Jahrzehnten große Stürme. Alte Ordnungen stürzen, Machtpositionen brechen zusammen. Und doch, was wollen diese Stürme bedeuten gegen den Sturmwind, der am ersten Pfingsttag das Kommen des Heiligen Geistes ankündigte? Dieser Geist Gottes ist mächtiger als alle Stürme, denn er greift in das Innerste der Menschen. Er entwurzelt den Menschen aus seinen alten Gewohnheiten, aus dem Leben der Sünde, aus dem trügerischen Boden seiner Selbstzufriedenheit. Der mächtige Sturm des Heiligen Geistes reißt uns heraus aus dem alten Boden und pflanzt uns ein in den neuen Boden der Erlösung Jesu Christi. Da wird dann Jesus das Lebenselement. Da wandelt man im Geist, da bekennt man jeden Tag, der Grund, da ich mich gründe, ist Christus und sein Blut. Es gibt so viel, die von solchen gewalttätigen Veränderungen nichts wissen wollen. Sie wollen bleiben, wie sie sind, ohne das Christentum aufzugeben. Sie wollen den alten Menschen überzuckern mit Christentum. Daraus wird nichts. Die Bibel sagt, Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht ererben. Und Jesus selbst erklärt, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, sonst kann er das Reich Gottes nicht sehen. Lassen wir also den Sturm des Heiligen Geistes durch unser Leben brausen. Herr, wir wollen unsere Herzen deinem Geisteswirken öffnen. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Herzlichen Dank für dein Abo, deinen Daumen hoch und deinen Kommentar. Teile gerne meine Videos, somit erfahren mehr Menschen von Gott. Weitere Informationen findest du in der Infobox unterhalb vom Video. Jesus Christus segne dich.